Dirt 4 war nur ein Missverständnis, Nintendo hat die Gamescom gewonnen und Robin Williams wurde in World of Warcraft verewigt. Ich bin Michael Obermeier und das sind heute die News. Wisst ihr noch, als wir gestern total aus dem Häuschen waren, weil wir dachten, Dirt 4 wurde angekündigt? Ja, vergesst es halt mal, das Ganze war nämlich nur ein Missverständnis. Auf dem offiziellen Twitter-Account haben nämlich die Macher jetzt erklärt, dass diese getweetete Zahl 4 gar keine Ankündigung von Dirt 4 war, sondern nur die Anzahl der Gewinnspielpreise für ein Dirt 3-Gewinnspiel. Fail! Nach dem Tod des Schauspielers Robin Williams haben viele Fans eine Petition unterzeichnet und die an Blizzard geschickt, in der gefordert wurde, dass Blizzard den Schauspieler doch irgendwie ins Spiel einbaut. Da hat Blizzard auch darauf geantwortet und gesagt, ja, das machen wir natürlich, denn Robin Williams hat uns viel Freude bereitet und das möchten wir jetzt zurückgeben. Bisher war aber noch nicht so richtig klar, wie sie das machen wollen. Jetzt hat die Webseite Wowhead aber in den Programmdateien von Warlords of Draenor rumgestöbert und da ist dieses Kerlchen aufgetaucht. Robin the Entertainer ist ganz klar eine Hommage an Robin Williams' Rolle des Genie in Disneys Aladdin und jetzt darf er da als NPC bis in alle Ewigkeit Frohsinn verbreiten. Abgesehen von dieser netten Geste gibt es dann aber auch noch schlechte Nachrichten zu World of Warcraft, denn wir wissen, seit geraumer Zeit sind da die Abos im Sinkflug. Von den einstigen 12 Millionen sind heute nur noch 6,8 Millionen Abonnenten übrig. Und im Interview mit der Webseite MCV erklärt auch der Lead-Designer Tom Chilton, dass sich das wohl alsbald nicht ändern wird. Blizzard geht also nicht davon aus, dass sich die Abonnenten nochmal erholen werden oder nochmal steigen sollten. Trotzdem versucht man aber, den bestmöglichen Inhalt zu bauen. Nintendo ist der große Sieger der Gamescom. Das behauptet zumindest der Online-Händler Amazon, hat jetzt Zahlen rausgerückt an die Webseite MCV. Konkret geht es um die Zuwächse an Spielevorbestellungen und da ist die Wii U der große Sieger. Mit mehr als 8% haben sie da die stärksten Zuwächse bekommen. Auf Platz 2 dann erst PS4-Spiele mit ein bisschen mehr als 5% und das Schlusslicht die Xbox One mit weniger als 3% Zuwächsen. Das ist überraschend, weil Nintendo der einzige Konsolenhersteller ist, der auf der Gamescom keine Pressekonferenz veranstaltet hat und auch nicht ihr übliches Nintendo Direct Video hatten. Trotzdem konnte man am Stand alle Spiele, die demnächst kommen, schon anspielen und der Plan hat offenbar funktioniert. Zum Schluss noch was in eigener Sache. Die Redaktion der PC Games Hardware hat uns herausgefordert, bei der ALS Ice Bucket Challenge mitzumachen. Wer das nicht kennt, das ist eine Aktion, wo es darum geht, Aufmerksamkeit zu erregen für die Krankheit ALS, die amyotrophe Lateralsklerose. Das ist eine degenerative Erkrankung des motorischen Nervensystems. Da soll Aufmerksamkeit erregt werden, um Geld zu sammeln, um da die Forschung zu verbessern. Das finden wir super, da machen wir mit. Wir haben auch in der Redaktion schon gespendet und möchten euch auch dazu aufrufen, vielleicht mal drüber nachzudenken, auf der offiziellen Webseite eine Spende abzugeben. Klare Absage erteilen müssen wir aber diesem ganzen Blödsinn mit dem Eiseimer, weil wir sind die GameStar, wir sind eine seriöse Nachrichtenseite, wir machen bei so einem Quatsch eigentlich. Nächste Woche bessere News mit mir. Ha! Eine Sache haben wir noch glatt vergessen. Das wollte Michi noch sagen, bevor er in Urlaub gefahren ist. Wir nominieren natürlich auch noch Menschen für diese Ice Bucket Challenge. Und zwar, wir wollen Jörg Lange, wir wollen dich, Gamers Global. Wir wollen die Indie-Freaks von Superlevel und wir wollen EA Deutschland, denn wir sind uns sicher, wenn ihr sehen wollt, wie sich jemand mit Eiswasser übergießt, ist es irgendjemand von EA. Also EA, unter den Eimer mit euch. Peschke! Peschke! Peschke!